Als ich das erste Mal die Stummfilme im Kino der Dauerausstellung gesehen habe, war ich überrascht darüber, wie viel ein Film ohne Dialog eigentlich aussagen kann. Die Musik und die Gestik in den verschiedenen kurzen Stummfilmen lässt einen erst verstehen, was die Figuren aussagen wollen. Zum ersten Mal damit in Berührung kam ich jedoch mit 9 Jahren, als ich einen Stop-Motion-Film gemacht und vertont habe. Trotzdem war es eine ganz neue Erfahrung für mich, hier bei einem Workshop dabei zu sein und Stummfilme zu vertonen. Wenn ich dieses Erlebnis in 2 Worten beschreiben müsste, wären diese Worte überraschend und ungewohnt. Überraschend, weil es sich an manchen Stellen sehr echt angehört hat und ungewohnt, weil es ungewohnt war, bei einem Film selber die Geräusche zu machen. Man fühlte sich nicht mehr wie ein Zuschauer, sondern wie ein Teil des Films, weil man mehrere Rollen spielen kann. Wenn man einen Stummfilm selber vertont, muss man darauf achten, dass man nicht nur die Sachen mitbekommt, die einem direkt ins Auge stechen, sondern auch die Sachen, die vielleicht im Hintergrund passieren. Zum Beispiel wie beim Stummfilm Alter Marktplatz Frankfurt, den wir selber vertont haben. Man musste meist mehrere Instrumente spielen und dabei immer auf die Ereignisse im Film achten. Man darf nicht vergessen, dass diese für uns ungewöhnliche Art der Vertonung damals total normal war.